Hallo Leute und schön, dass ihr wieder hier seid bei Minecraft mit den guten Mistkäfer und Murdoch. Ja, moin. Herr Mistkäfer, wir haben ein kleines technisches Problem. Ja. Unsere Crafting-Anlage funktioniert nicht. Was ist denn da jetzt los? Damit sich der Techniker mal ransetzen. Fehler schon gefunden, aber Diamant im Metallic Infuser. Wie kann denn das passieren? Das war wahrscheinlich aus unserem Test, wo wir versucht haben, das zu reparieren. Ja, so. Das war der Fehler. Und ich werde wieder hier. Ja. Schlimmer, wenn man diese Kunden. Du bist ja auch unser Technik mal. Ja, irgendwie. Aber wenn ich als Techniker gerufen werde, kostet das ja Geld. Peter, verstehe ich nicht, warum da Obsidian das drin ist, aber sonst nichts. Ah, du kriegst das schon hin. Wir glauben alle an dich. Fehlt Diamant. Diamant her? Wo wird ein Diamant da für uns hergestellt? Maserati. Das behauptest du, aber irgendwie jetzt nicht. Tja. Bin nichts rausgezogen? Hab dann... ich auch keine. Rezept stimmt, der ein Diamant hast mit einem Diamant. Da ist kein Diamant drin. Jo. Oi. Was hast du für Schmerzen? Erwarte mich, du kannst Rezepte ändern. Ja, du wirst das schon hinkriegen. Mann, ist das dasselbe? Aber dann irgendwie doch nicht. Ahnung. Macht, wenn ich das Rezept hier reinschmeiße. Diese Fehlerbehebungen da. Oh. 1 auf 32 ziehen. Ja. Muss man sehen. Am Vorderen mal gucken, was er macht. Jupp. Er macht nichts. Haben sollte eigentlich alles. Was jetzt sagst macht du? Du, was, wie könnte ich jetzt die Brücke weiterbauen? Das ist hier die Frage. Jetzt müsste er wo stecken? Edingert. Ist ja Stealing hat. Was ist das hier?
Warum muss ich mir um den Scheiß gemacht werden? Ja, weil du damit angefangen hast. Alle Confuser macht das mal. Enriched Iron. Enriched Iron macht da. Da. Kohle und Eisen. Wenn du einfach mal heute ein freundlicher Mensch warst und mir meine Arbeit abnehmen wolltest. Jetzt merkst du gerade, was für ein Fehler das war. Das ist doch jedes Mal der Fehler, Safa. Ja, Murdoch ist schuld. Das ist ja der Fehler. Weil, wo tue ich eigentlich immer das ganze Fressen hin? Ich weiß es selber nicht. Ich nehme mir erst mit, dann schmeiße ich es wieder rein, wahrscheinlich. Meine Entferne ist hier. Da verstehen wir will. Ein Steel-Ingot mit Silber, das. Naja, das kann nicht ganz funktionieren. Ja, sind noch ein paar Rezepte kaputt. Das ganze System ist komplett kaputt, wenn man es so nimmt. Ja, ist halt Fehlerbehebung 12.8 oder so. Nicht so optimistisch. Wann das jetzt da was? Jetzt mach das. Geld gefunden. Ah, jetzt hat er fertig. Ja, ist das, was du da schon gebaut hast. Bitte? Sascha. Ein komplett funktionierendes Lauflicht. Wir freuen uns. Na gut, die Zeit müsste noch etwas länger sein. Soll aber kein Lauflicht sein eigentlich, aber okay. Das ist ja war mal beim Lauflicht. Du warst beim Lauflicht, nicht wir sagen. Ja gut, dann baue ich sie mal. Ja, trotzdem könnte man sie ja Lauflicht machen, wenn das Licht angeht. Ja, lass es einfach. Geschade wäre natürlich gewesen, wenn du... Wenn ich? Außer ja, das Problem hatten wir ja schon, gell? Welches Problem, hä? IC kein Strom mehr ausgibt. Dass diese Variante hier zum Beispiel nicht mehr funktioniert. Wieso? Was soll das? Das hatten wir schon. Dann nimm Tesseract. Nein, ich wollte da eine eigene Stromversorgung machen. Achso. Du kümmere dich jetzt lieber mal ums Haus. Boah ey. Sag nicht boah ey, mach. Ich und bauen. Ja, du und bauen. Aber es geht doch gar nicht, es gibt gar keine 3x3 Türen. Wieder egal, machst du eine einfache Tür rein, du Idiot. Machen wir gar keine Tür rein. Rolltore. Pass auf, Mann. Wo Rolltore? Na gut, wir könnten den Sensor ein bisschen weiter weg machen, weil er ländlich. Ja. Könntest auch vom Melisendor oder wie die heißt, falls wir mal drauf haben. Ja, Mann. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber die gehen nicht 3x3 hoch. Ja, eine 3 hoch reicht jetzt zwei. Das sieht aber schön symmetrisch aus. Das
sieht so platt gedrückt aus. Lebt damit oder stirb. Eigentlich ist es dir ja egal, Hauptsache es steht ein Haus da. Ja, es soll schon ein angenehmes Haus sein. Ja, siehst du. Fertig. Der Rest machen wir Glas. Hä, warum geht das jetzt nicht da? Du denkst, das ist alles immer so einfach. Ja, früher ging es so und bei Zugstrecke ging es ja auch so. Warte mal. Nein, schon mal da. Komplizierte Sache. Ich glaube, das war's gar nicht. Nee, das glaube ich dir auch nicht. Ja, nicht. Gut, dann passt doch. So, da haben wir es verkehrt rum gemacht. Den auf das. Dann auf das. Ja, ich bin. Ja, es ist immer so still, wir sagen alle nichts. Alle voll in der Arbeit. Voll konzentriert. Voll konzentriert. Ja, ich merk's schon. Ja. Ich bin sehr konzentriert. Ich lasse gerade Glas ab. Ist das nicht immer einfach? Ja, mit mir auf keinen Fall. Das auf alle Fälle. Das auf alle Fälle, ja. Ja. Aber du bist schuld. So, jetzt bin ich wieder schuld, anstatt du. Ja, du bist immer schuld. Ja, mein. Du bist schuld daran, dass... Was ist denn jetzt? Ja, das auch. Stell dir vor. In Wirklichkeit sind wir Verwandte. Oh, ich hab's herausgefunden. Unsere Nachnamen können zusammenführen. Und das ist das Grausamste, was für dich existiert. Aber deshalb verstehen wir uns ja so gut. Verwandter im 16. Grade. Das sagst du. Das sag ich, ja. Keine Ahnung. Deswegen durchstreiten wir uns natürlich. Na klar, sowieso. Na klar, sowieso. Wenn wir uns mal unbedingt Ahnenforschung begehen, können wir das irgendwie machen. Was willst du begehen? Ahnenforschung. Nein. Doch herausfinden, inwiefern wir verwandt sind. Ich kann nicht wissen. Tja. Du hast aber unterschrieben. Gar nichts unterschrieben. Oh doch. Nein. Du hast aber das Häkchen reingemacht im Internet, dass du die AGBs bestätigst. Ich weiß auch nichts, ich streue alles ab. Siehst du, das wird das neue Haus.
Okay. Meinst du die Ecke wirklich so Glas freilassen? Du hast die Ecke so eingebaut, ich hab die nur noch ein bisschen verändert. Ja, ich könnte das schon viereckig machen. Was ist die Ecke da? Ich wollte ja so eine Schräge haben eigentlich. Du hast so eine komische Ecke draus gemacht. Ja, Problem ist eine Schräge. Weil das ist ja das als Grundmauer. Wenn, dann müssen wir dann das als Grundmauer nehmen. Nein, danke, warum müssen wir das als Grundmauer nehmen? Wir können einfach eine schräge Zimmer machen. Das sieht aber so, so dumm aus, weil wenn sich das Glas nicht verbindet. Es muss ja nicht, das muss ja nicht die ganze Ecke aus Glas sein. Wenn ja eine Ecke einen Eckpfeiler lassen stehen. Ja so, ja, das wäre auch eine Möglichkeit, damit wir nur die Seitenwände machen und dass wir dann. Genau, und hier steht halt ein Eckpfeiler. Sparen wir uns Glas. Zur Sicherheit. Jo. Jo, Mai. So, dann reiße ich das Ganze ja erstmal wieder ab. Die mühevoll zwei gesetzten Steinblöcke. Wow. So, da müssen wir jetzt nur noch einen Sklaven zum Glasmachen stellen. Warum? Kannst du automatisieren, sonst automatisiert sie auch jeden Scheiß. Ja. Ja, auf. Du hast gesagt am Anfang dieses Let's Plays. Der erste vorher hast du irgendwas wegen dem Automatisieren gemeint. Der Unterschied ist, ob man jetzt jeden Furz mit ME automatisiert oder einfach nur vorübergehend schnell automatisiert. Das ist ein ganz Weltenunterschied. Nehmen du einfach einen Hopper hinter zum Beispiel. Oben Sand und vielleicht eine Kiste drüber. Das genügt schon als automatisiert. Du meinst provisorisch. Genau. Auf kurze Was letztendlich dann doch ganz gut aussah. Was nicht unbedingt gleich alles mit ME automatisiert werden muss. Also für dich ist ME oberstes Automatisierungsstandards, oder wie? Nein, aber für dich ist es das Zwangsautomatisierungsstandard. Wirklich? Ja. Ja. Ich wirklich alles über ME. Ja. Du würdest auch jetzt das Glas über ME machen, wenn es. Eigentlich nicht. Ich würde es nur in ME dann reintun. Ich sehe das schon. Na, etwas sagst du bis jetzt dazu. Ja, mal gucken, was da noch wird. Na, ich habe mir so gedacht, weil ich ja hier. Runter noch eine Stütze gebaut habe mit anderem Holz, dass so ab mittig noch ein Bogen dazu rüberkommt. Das sind so zwei Brückenbautarten zusammen. Ja. So sieht's aus. Aber ich hätte da unten die untere Reihe, die du drüber gebaut hast, eins nach innen gesetzt. Und dann von außen schrägen gemacht. Damit die Brücke nicht so eckig rausschaut. Bin ja noch nicht fertig, Ed. Ich meine, ja, die untere Holzdings hätte ich eins nach innen gesetzt und anstatt der hätte ich so hier schrägen, was der von Carpenters Block genommen hat. Ja. Ja, auch cool ausgeschaut. Aber mach, wie du meinst. Keine Ahnung. Ja, lass ihn mal überraschen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann nie. Also, nächste Folge werdet ihr sehen oder eben nie. Genau. Entweder oder, das ist hier die Frage. Die richtige Folge wird dann nicht hochgeladen. Aus technischen Störungen konnten wir leider die Folge nicht hochladen. Und natürlich die technischen Störungen bei zwei Leuten, die aufnehmen. Und so muss das sein. Ja, das ist natürlich Pflicht, gell? Ja, dann lade ich meine Folge hoch. Du hast gesagt, du nimmst dich auf. Wer sagt das? Hast du vorhin gesagt. Hab ich das gesagt? Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja. Der Maul dir nur. Nein, ich kann leider nicht aufnehmen, von daher. Eben. Deswegen habe ich keine Sorge. Und auch wenn du oben ist, ist doch egal. So sieht's aus. Ist doch egal, wir bewegen uns doch alle. Egal. Ist doch alles hier ganz confirm. Weltoffen. Modding World ist weltoffen. Ich dann noch eine Reihe.
Trotzdem, ich werde diesen Scheiß nicht automatisieren, Schäfti. Am Anfang des Let's Plays, also in der Wiederbelebung-Folge, hast du gesagt, dass ich irgendwas hast du dazu gemeint. Ja, dass man nicht jeden Scheiß automatisieren kann, aber das ist ja nur kurzfristig. Nee, wegen mir irgendwas. Ja, dass du wahrscheinlich jeden Scheiß automatisierst. Nichts mit Handkräften kannst. Weiß ich. Ich muss das mal dann nochmal rezitieren. Und dann mal die Folge anschauen. Irgendwie hast du das gemeint. Keine Ahnung, kann sein. Keine Ahnung, kann sein. Muss aber bin nicht. Ja auch schon alt. Du bist uralt, Schäfti. Ja, und die Zeit ist auch schon wieder um. Und ich hungere. Mit dir darf ich nicht essen gehen. Oh, kannst aber essen jetzt. Mit dir. Ja. Und fertig. Na gut, dann werden wir in der nächsten Folge hier produktiv weiterarbeiten. Genau. Vielleicht wird es da auch produktiver als diese Folge. Und ja. Was geht mal essen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Leute. Ja, bis dann. Mit satten Mann. Tschüss.